Ich warne dich! Ein weiterer Schritt und du bist tot! Möchtest du wissen, wer ich bin? Nein. Nein, wollen wir nicht. Okay, oder? Ach, nein. Das will er nicht. Du scheinst ein ehrenhafter Lutscher zu sein. Da wäre ich, deine Frage zu beantworten. Du hast uns die Frage gestellt. Mein Name ist Jagor Javir. Ich war einst menschlich, wie du. In meiner Jugend lebte ich und trainierte ich. Hier in diesen Wäldern. Ich wurde zu einem mythischen Krieger, der edlen Königin diente und Großarmeen zum Sieg führte. Doch das ist lange her. Nun bediene ich Kalaka. Die letzten Tage der Erde stehen bevor. Ich schlage vor, dass du nach Hause zurückkehrst und die Tage mit jener verbringst, die du liebst. Ja, aber keine. So ein Sturkopf. Lucha, du hast die Kirche gerettet. Eine wunderungswerte und heldenhafte Tat. Deine Reise endet jedoch hier. Es schmerzt mich, einen Krieger wie dich unfreiwillig abzufertigen. Du kannst aber nicht sagen, ich hätte dich gewarnt. Bam! Let's go! So! Nur hier einen kurzen Schnitt machen, kurz Pause ja. Und so. Einmal kurz. Kostüme, Junge, lass mal. Costada! Mal, voll Lolitscha. Das können wir schon nehmen. Können wir nehmen? Cool. Was ist denn nicht? Eigentlich schon. Lol. Oh mein Gott, okay. Ja, egal. Tut mir leid, wir haben schon alle frei. Irgendwie aus Versehen gestorben. Ja, okay, komm, mal kurz die Katze, oder? Ja. Ja, einen schönen Katz. Der schönen Umgebung. Ja, eine schöne Stelle. Einen schönen Tag. Würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir verneigen uns vor euch. Verneig dich. Mach ich doch. Nein. Ich mach das für alle gerade. Nein, verneigen uns vor denen. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Geile Lutscher. So, dann sind wir wieder. Oh, ein bisschen laut. Ja. Ja, wir haben jetzt einfach gemacht, dass ich weiterhin auf Tastatur bleibe. Scheißegal. Ja, wollen wir mal nächstes Mal. Also, wir nehmen wir unterschiedlich auf, an verschiedenen Orten. Ja. Vielleicht bin ich immer unterschiedlich. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Hm? Boah, Junge, Kiste! Ah. Nice! Guck mal, immer, sie hat sich nicht. Oh mein Gott! Like it! Boah, nein! Nein! Nein. Scheiße, ich dachte, komm mal. Wo er noch? Wow. Das ist Zeit. Wow. Ja. Ja. Go, 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 go. Oh shit. Runter ist. S. Runter ist. Ach du Scheiße. Okay. Lange L, ist. Warum S? S? Ja, S ist auch Springen. Es gibt zweimal Springen. Voll strange. Ja, fand ich auch. Anti. Sicher, also, was du sagen. Okay, Lütchen. Hey, Kumpel. Verwende LG, oder? Rechts, links. Um durch Nägel zu rollen. Geile Sache. Wow! Natürlich ein bisschen schade, dass wir schon auf die Hälfte rufen. Ja. Oh mein Gott, falsche Taste. Ja, wir wissen alles trotzdem. Ja, über Controller hätte ich es gewusst. Ja, ja. Ich spiele auch gerade unter Controller. Ich bin Controller. Nee, das ist erstmal so ungefähr.
Matito! Da bist du, da bist du. Was ist das hier so? Ich hab die auch. Zu weich? Okay. Kiss, mein Geld. Zu ist es. So. Was? Du verrückter Lucha! Warum zerstörst du meine Chuzu-Statue? Ein Karambaman! Ich habe nur noch etwa 15 davon übrig. Typisch Lucha. Zuerst zuschlagen und niemals Frage stellen. Boah, ich hab die Memo. Schau! Ich bin der große Huai Chivo! Fürst aller Ziegenmenschen! Außergewöhnlicher Kriegerausbilder und König der bockbeinigen Strafen! Nun, bevor wir beginnen, sag mir, ist deine Mutter Single? Hat sie einen Kerl? Steht sie auf böse Jungs? Sorry. Ja. Okay. Erkläre mir, wie du hierher gelangt bist und halte dich nicht zu kurz. Insbesondere nicht darüber, wie du zu dieser Maske gekommen bist. Geil, wie du dich einfach in die Hose verpasst hast. Zack! Kolaka, der Tempel, die Tochter von El Presidente und Jaguar Yavu. Meine Ehemann ist ein Schüler. Ich werde deine Mutter einfach um ein Welt bitten, nachdem wir die Welt gerettet haben. Zuerst müssen wir dich in die Künste eines wahren Lutschers einladen. Die Statue, die du gerade zerbrochen hast, enthielt eine magische Kraft, den Hoffmann abnimmt. Drücke Hoch-E, um diesen mächtigen Move auszuführen. Mit diesem Move kannst du die roten Blöcke zerstören und kämpfen sogar in den Luft ausführen. Sei doch vorsichtig. Wenn ihn zu oft einsetzt, bist du dich eine Weile erschöpft. Du arbeitest an diesem Move, Bürschchen. Wenn es dich nicht umbringt, werden wir an deiner Ausbildung beim nächsten Treffen fortsetzen. Hallo, Apokat! So, muss ich ihn ganz kurz cut machen hier. Ich hab, ne? Bis gleich. Willkommen zur nächsten Folge Let's Play to Gerard Welcome Meal! Mit dem Lukas. Guten Tag und dem Jan. Hallöchen. Und wir waren nicht in Wien, wir haben den Final Apokat gelernt. Ah, cool. Oh, nice, Kissen. Tour. Damn. Ja, wir haben der Zeit zwischen den beiden Folgen. War Controller getauscht, also ich bin jetzt Tastatur, also der Lukas ist Tastatur und der Jan nicht mehr. Ja, genau. Und wir mussten auch ganz woanders wieder weitermachen oder neu anfangen, weil der gespeichert hatte. Ja, ja. Ist leicht versetzt vielleicht. Ja, ja. Wahrscheinlich haben wir die Kiste vorher schon geholt. Das ist halt so. Mach. Links oder rechts? Mal. Okay. Ja. Okay, wir müssen. Ja, das ist schon. Ja. Was wir wissen nicht, was wir können. Okay, ah doch. Ah, okay. So, Moment. Ja, ja, und du könntest besser mit dem Controller oder was? Okay, dann zeig mir deine Fähigkeiten. Ah, Bild! Oho. Kann ich auch. Ja, das ist mein Mann. Moi. Ich bin überrascht. Oh, ist gleich wieder schön duell. Das ist cool. Das sieht man auch schon. Ja. Oh, 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 oh. Ja, sicher. Das war doch easy. Ja, mit Maus ist es viel,